Bei einem russischen Angriff auf die zweitgrößte ukrainische Stadt Charkiw sind mehrere Menschen ums Leben gekommen. Laut Behörden schlugen in der Nacht zu Samstag 2 Raketen ein. Der Bürgermeister Ihor Terekow sagte, dabei seien 6 Menschen getötet und 11 weitere verletzt worden. Das ukrainische Militär erklärte auf Facebook, seine Luftabwehr habe 28 von 32 Drohnen und 3 der 6 von Russland abgeschossenen Raketen zerstört. Charkiw im Nordosten der Ukraine ist ein häufiges Ziel russischer Angriffe, die sich in den letzten Wochen intensiviert haben. Erst am Mittwoch waren bei einem Drohnenangriff auf die Stadt 4 Menschen getötet worden. Auch die Stadt Saporischschja wurde am Freitag von einem russischen Angriff getroffen. Laut Angaben der örtlichen Staatsanwaltschaft wurden dabei 4 Menschen getötet und 20 weitere verletzt. 4 von ihnen befanden sich in der Nacht zu Samstag in einem kritischen Zustand im Krankenhaus. 2 der Verwundeten seien Journalisten, so die Staatsanwaltschaft. Sie waren vor Ort, um über die ersten Raketensalven zu berichten, als weitere Geschosse einschlugen. Mehrere Wohnblöcke und Geschäftshäuser wurden beschädigt. Die ukrainische Luftwaffe gab für die Region, die zum Teil von Russland besetzt ist, eine Warnung vor ballistischen Raketen aus. Diese von Moskau in letzter Zeit vermehrt eingesetzten Waffen sind schwerer abzufangen als andere Flugkörper.